Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet über die Partnervereine der DBRG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Heute Hoffenheim auf der Überholspur, Hertha in der Krise und Joe Simonic und Christoph Janker vorm Duell gegen ihre Ex-Vereine. Hier kommen die Überflieger der Liga. Hoffenheim ist das Team der Stunde. Rangnicks Recken feierten zuletzt 4 Siege in Serie in Liga und Pokal. Das gelang sonst nur den Bayern. Wir haben jetzt einfach gut und hart gearbeitet in den letzten Wochen und ja fast schon Monaten, um einfach auf den Leistungsstand zu kommen, den jeder für sich beansprucht. Und ich denke, jetzt ist einfach eine ausgeglichene Fitness da und das sieht man auch auf dem Platz. Die Offensivkünstler sind solide geworden. Hoffenheim stellt die beste Abwehr der Fußball-Bundesliga. Kein Team kassiert weniger Gegentore. Die Mischung stimmt zwischen Angriff und Abwehr. Das war ja auch oft ein Manko, dass man ja, Hurra-Fußball gespielt hat. Und dann kamen so Spiele zustande wie ein 5-4 oder ein 4-3. Und das ist natürlich schön für die Fans, aber ich denke, die Mischung macht's. Und ich denke, die haben wir derzeit inne und da wollen wir jetzt einfach weiter dran anknüpfen. Und zwar schon am Sonntag. Dann kommt Hertha BSC in die Rhein-Neckar-Arena und kann sich auf was gefasst machen. Mit den Berlinern hatten wir schon noch eine Rechnung offen. Wir haben letztes Jahr keinen Punkt geholt. Ich denke, auch kein Tor gegen Berlin geschossen. Und das wollen wir schnellstmöglich jetzt am Wochenende ändern. Alles andere als ein Sieg wäre eine große Überraschung. Hoffenheim peilt wie vor einem Jahr die Spitze an. Während Berlins Kicker immer tiefer in die Krise rutschen, raus im Pokal, letzter in der Liga, die Verunsicherung ist spürbar. Ich beschäftige nicht mit anderen. Wir haben genug zu tun. Ich beschäftige mit uns, mit unseren Spielern, mit unserer Situation und für die anderen kein Wort. Es brodelt bei Hertha. Trainer Lucien Favre steht im Zentrum der Kritik. 6 Pleiten am Stück haben Platz 4 in der Vorsaison vergessen lassen. Und jetzt geht's auch noch zu den Überfliegern. Hoffenheim hat sich gut verstärkt, enorm gut verstärkt. Ibisevic ist wieder da, das gehört an der Top-Mannschaft in der Bundesliga. Immerhin ist Gojko Kacza wieder fit. Er gab im Pokal bei 1860 München sein Comeback. Mehr Gutes gibt es aber nicht. Hertha muss kämpfen, darf die Hoffnung an die Wende zum Guten nicht verlieren. Da gibt nur eins Platz, schießt wieder Pfeif, geht los, um da zu zeigen, dass wir hier sind. Frankfurt ohne die angeschlagenen Ioannis Amanatidis und Mike Franz siegte Frankfurt im Pokal 6:4 gegen Aachen. Ob die beiden gegen Stuttgart spielen können, ist noch fraglich. Der 7. Spieltag, Hoffenheim auf Platz 4 und Frankfurt auf 7 liegen voll im Soll. Hertha dagegen ist letzter und wartet schon seit Mitte August auf einen Punktgewinn. Am Wochenende steigt das erste DB-Fußballcamp in Kooperation mit Bravo Sport in Hoffenheim. Über 100 Kids hatten sich beworben, 10 Gewinner wurden ausgewählt. Das nächste Camp steigt vom 2. bis 4. Oktober in Berlin. Infos gibt es unter www.bahn.de/fan-ecke. Da finden Sie auch den Anreiseservice für alle Fans. Einfach den betreffenden Spieltag und die gewünschte Partie anklicken und den Startpunkt eingeben. Schon erfahren Sie die passende Reiseroute zum Stadion. Jetzt dirigiert er die Kollegen im beschaulichen Kraichgau. Joe Simonic, einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga, wechselte im Sommer die Seiten. Nach 9 Jahren von Hertha zu Hoffenheim. Aus der Hauptstadt ins beschauliche Fußballdorf. Ein Wechsel mit Perspektive für den 70-fachen kroatischen Nationalspieler. Momentan läuft es sehr gut von uns, von Ergebnis her und spielerisch. Ich denke, viele Leute werden das auch sagen, wir können noch viel besser spielen. Und wenn das noch dazu kommt, dann werden wir einen sehr guten, sehr langen Lauf haben. Er ging den umgekehrten Weg, raus aus der Hoffenheimer Idylle, rein in die laute Hauptstadt. Christoph Janker machte 2 Aufstiege von 1899 mit und heuerte zu Saisonbeginn bei Hertha an. Die Unterschiede zwischen beiden Vereinen wurden ihm schnell deutlich. Hertha, wie gesagt, ist ein gewachsener Traditionsverein, der dann auch, wie gesagt, ja, vor allem durch Berlin auch mit den Medien, ist man schon mehr im Fokus wie in Hoffenheim. In Hoffenheim hat man mehr Ruhe. Am Sonntag ist es vorbei mit der Ruhe. Hoffenheim empfängt Hertha. Ein ganz besonderes Duell für Simonic und Janka.
Beide sind noch ganz nah dran, mit dem Herz an der alten Heimat. Mit Seja Zalihovic, mit dem Ex-Berliner auch, schreibe ich noch teilweise SMS oder mit telefonieren. Und mit meinem schwedischen Freund, mit Per Nilsson, bin ich auch sehr gut befreundet und wir haben auch regelmäßig Kontakt. Ich habe noch mit Gojko Kacar und Patrick Ebert noch Kontakt. Ab und zu mit Arne, Friedrich Rerik und mit der Torwarttrainer Enver Malic habe ich sehr oft Kontakt. Wie bei Hertha ist Simunic auch in seinem neuen Team eine verlässliche Größe in der Abwehr. Er fühlt sich wohl in Hoffenheim, nicht nur auf dem Fußballplatz. Man lebt sehr, sehr gut hier. Ich freue mich riesig. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so schön ist. Und wie gesagt, ich bin hier wegen Fußball gekommen. Und die Pluspunkt ist auch, ich habe meine Ruhe hier. Und sehr, sehr schöne Umgänge auch. Im Moment passt alles zusammen in Hoffenheim. Im Gegensatz zur Situation bei Hertha. Ohne Simunic ist Berlins Abwehrmauer löchrig geworden. Es tut mir meistens weh für die Leute, dass die ganze Leben für Hertha da geben, die Fans, die richtigen Fans. Das tut mir weh wegen die. Die haben das nicht verdient, aber da gibt es noch viele Spieler diese Saison und die kriegen das schon irgendwann hin. Aber nicht am Sonntag, wenn es nach Simunic geht. Dann wird er wieder Gas geben für Hoffenheim. Jetzt kommen Sie zu Wort. Fans fragen, Spieler antworten. Heute mit Hoffenheims Matthias Jeisele. Hallo, mein Name ist Siegfried Lötz. Hallo Matthias, ich würde gerne wissen, wann du wieder ins Mannschaftstraining eingreifst. Also mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt auf einem guten Weg. Wir können davon ausgehen, dass ich in den nächsten 2-3 Wochen so langsam ans Mannschaftstraining herangeführt werde. Bis dann die ersten Spiele wieder anstehen, wird sicher noch einige Zeit rumgehen, aber so grob das Ziel haben wir mal, dass ich so in 2 Wochen dann mit der Mannschaft wieder trainieren kann. Hallo Matthias, ich bin der Patrick. Ich würde mal gerne wissen, wie bei dir morgen das im Pokal kommt. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir da auch für eine Furore sorgen können und einfach vielleicht so ein Erlebnis, wo lange ein Gedanken bleibt, dann einfangen können. Auch Sie können mitmachen. Schicken Sie uns einfach Ihre Frage per Video an Adcon AG, Stichwort Spielzug, Leipziger Platz 8 in 10117 Berlin. Oder per Mail an info@spielzug.com. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, meldet sich nächste Woche aus Frankfurt wieder. Auf sport1.de, Bahn TV, TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.